Freizeit-TV wird Ihnen präsentiert von Transa Travel und Outdoor. Auf Entdeckungsreise mit Freizeit-TV. Cordial, ben veni, dir Freizeit-TV. Sie haben es wahrscheinlich gemerkt, ich kann Sie jetzt gerade auf Retromanisch begrüßen. Ich hoffe natürlich, man hat es verstanden. Auf jeden Fall freuen wir uns sehr, dass wir wieder mal hier im Bündnerland, genauer gesagt in Brigels, zu Gast sein. Das Bündner Bergdorf Brigels liegt auf einem Hochplateau und ist ca. 40 km von Chur entfernt. Das Dorf Brigels liegt auf 1300 Meter über dem Meer und hat zusammen mit den Ortsteilen Dardin, Danis und Tavanasa knapp 1350 Einwohner. Gerade beim Dorfplatz gibt es eine Metzgerei und eine Dorfbäckerei. Und auf der anderen Seite, bei den Kirchen, ein bisschen versteckt, findet man die Dorfkäserei mit dem eigenen Käseläderli. Guten Morgen, Beat. Guten Morgen, Nicole. Hast du gut geschlafen? Gut geschlafen habe ich, einfach nicht lang, gell? Ja, wir haben ja gestern Abend noch gemeinsam etwas Tolles erlebt. Ja, ja, haben wir wirklich. Ja, und Sie, liebe Zuschauer, nimmt jetzt natürlich sicher Wunder, was Beat und ich gestern gemacht haben. Und nein, wir waren natürlich nicht im Ausgang, sondern wir haben geschaut, dass unsere Besucher von heute gut präparierte Pisten haben. Und was genau wir gemacht haben, zeigen wir Ihnen jetzt. Wir sind auf die Alp d'Adour gegangen und dort haben wir den Eugen getroffen, der uns erklärt hat, wie er zusammen mit seinem Team Schnee macht. Zum Schnee machen brauchen wir einerseits mal Wasser, genügend Wasser. Und dann brauchen wir Luft, Pressluft dazu und natürlich auch die entsprechenden Temperaturen. Unter 0 Grad sollten wir sein, am besten ab 3 Grad minus können wir anfangen zu schneien. Also da drinnen sind wir eigentlich nicht so viel, da tun wir es einschalten und nachher müssen wir natürlich draußen schauen. Also einmal haben wir Wind von Süden, dann vielleicht von Norden. Was auch wichtig ist, dass wir schauen, ja, sind die Düsen alle intakt. Brigels gibt wirklich alles, damit die Pisten in einem Top-Zustand sind. Brigels ist natürlich ein kleines Dörfli, ohne Rampenzammer. Hier auf Brigels, wo ja extrem sonnig ist, kommen unsere Gäste vor allem zum Sicherholen. Ja. Bei uns ist es ruhig, aber gleich bieten wir natürlich alles, was das Dorf braucht. Mhm. Unser Slogan heisst ja Brigels, mein Dorf, wo die Sonne besonders gerne scheint. Mhm. Ja, mir gefällt es hier im Dorf wirklich schon sehr, sehr gut. Gerne zeigen wir Ihnen jetzt aber auch noch ein paar Impressionen vom Skigebiet. Die Überschaubarkeit von der Ferienregion Brigels, Waltensburg und Jost bei gleichzeitiger Weite von der Landschaft bezaubert. Das familienfreundliche Skigebiet mit den vielen herrlichen Skihängen und rund 50 km Piste geht auf bis auf 2418 Meter über Meer. Wer hier Skifahren tut, hat richtig Platz und auch schön viele Pistenkilometer. Aber nicht nur Skifahrer kommen hier in Brigel so viele Kosten, sondern wir sind ja schon mal zusammen beim Schneeschuh laufen. Ja, und Nicole, nicht vergessen, wir sind zusammen geschlitteln. Ja, genau, stimmt. 750 Meter Höhendifferenz, das gibt richtig Schub. Mit dem Schlittelpass kann man am Morgen ab der 8:30 bis am Nachmittag um 4 Uhr so oft fahren, wie man Lust hat. Und wer keinen eigenen Schlitten dabei hat, kann bei der Talstation einen mieten. Im Gebiet Brigels, Waltensburg und Jost gibt es 36 km Winterwanderweg. Und das herrliche Sonnenplateau mit der fantastischen Aussicht ist ein idealer Ort für herrliche Schneeschuhtouren. Apropos, wenn man im Tiefschnee unterwegs ist, dann ist es wichtig, dass man zum einen das Wetter, zum anderen aber natürlich auch die Lawinenverhältnisse. Und für das schalten wir jetzt zu unseren Experten Transa nach Zürich.
Florin, hast du noch ein paar zusätzliche Tipps, wenn man im Tiefschnee unterwegs ist? Hoi Nico, selbstverständlich. Nicht nur für den Freirider und den Skitourengeher ist es wichtig, eine Sicherheitsausrüstung dabei zu haben, sondern auch der Schneeschuhläufer muss eine Schneeschaufel, eine Lawinensonde oder das passende LVS, das lawinenverschüttete Suchgerät, dabei haben. Wir von der Transa beraten dich ganz individuell auf den Sportler beraten und schauen, dass du in jeder Situation richtig ausgerüstet bist. Und jetzt, Nicole, wünsche ich dir ganz viel Spass im Schnee draussen. Danke vielmals, Florin. Der Beat und ich sind inzwischen im Dorf wieder gut angekommen. Cool, da haben wir noch ein Natureisfeld. Kannst du Schlittschündeln da? Jawohl, da kann man im Winter Schlittschündeln. Und im Sommer ist das ein Naturbadensee, den wir auch beheizt haben. Cool, spannend. Was meinst du, machen wir eine Pause jetzt? Nein, Nicole, jetzt machen wir noch keine Pause. Jetzt will ich dir zuerst etwas zeigen, eine Überraschung für dich, die du natürlich nicht vorenthalten willst. Mhm. Jetzt gehen wir hier rein zum Sepp. Er ist der bekannte Handwerker hier im Dorf, der Holzschnitzen tut. Aus alten Baumstämmen und alten Holzwurzeln. Okay. Und da ist er schon. Da ist er schon. Der Sepp Gabriel ist ein Holzschnitzer mit ganz viel Herzblut. Er hat schon über 500 Werke erstellt und wenn er am Arbeiten ist, dann spürt man richtig, dass er mit ganz viel Begeisterung bei der Arbeit ist. Wie der Sepp uns auch erzählt hat, macht er keine Skizzen oder Vorzeichnungen. Er hat eine Vision und dann leider los. Sepp Gabriel, schön, dass wir dürfen bei dir vorbeischauen. Dein Arbeiten hat uns berührt. Zurück im Dorf hat dann aber der Magen schon langsam ein bisschen knurrt. Und so haben wir uns dann entschlossen einzukehren. So, Nicole, und jetzt gehen wir ins älteste Restaurant von Briegel. Es hat etwas Wunderbares gegessen. Cool, weil jetzt habe ich nämlich wirklich Hunger. Nicole, du siehst, dass wieder das Highlight von Briegels ist, dass du dich zu Fuß bewegen kannst und kein Auto brauchst. Ja, das schätzt man. Das ist nämlich schön daran. Haben Sie sonst noch etwas Neues dieses Jahr? Ja, wir haben natürlich auch dieses Jahr eine Top-News. Und das ist natürlich das Ferienresort Bradas, okay, das wir eröffnen am 19. Dezember. Mhm. Zum Ferienresort Bradas gehören 83 Ferienwohnungen von 1,5 bis 4,5 Zimmerwohnungen. Und ein Hallenbad ist dazu. Es gibt ein Planschbecken für Kinder. Dann bieten wir eine Saunenwelt. Und dann haben wir ganz neu auch dabei Ravensburger Kids Club. Und im ganzen Ferienresort Bradas drin haben wir noch ein Sportgeschäft integriert. Das Sportgeschäft Intersport Bradas. Hey, alles, was das Herz begehrt. He? Alles, was man braucht. Alles an einem Ort zentral vorhanden. Perfekt. Wir sehen also, Briegels bietet alles, was Herz begehrt. Und übrigens, Railway hat zum Skigebiet auch noch ein tolles Angebot. Dank dem Railway Snow and Rail Kombi profitieren sie von 20% Ermässigung auf Zugfahrt nach Ilanz oder Tavanasa und zurück, Gratisbus Ilanz-Waltensburg oder Tavanasa-Briegels im Skipass inbegriffen und an einem ermässigten 1, 2 bzw. 6 Tage Skipass für die ganze Region Briegels-Waltensburg-Andiast. Mehr Informationen auf sbb.ch/snr-briegels. Ja, das war wunderbar. Tipptopp. Das Essen in dem wunderschönen Restaurant, ja, das hat es wirklich gemuntert. Mhm, das war super. Ich habe dir noch ein Geschenk aus der Heimat Zentralschweiz. Bitte schön. Danke vielmals, Nicole, dass du hier bei uns bist, in den Briegels. Gerne, anders mal. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wünschen wir weiterhin ganz eine schöne Winterzeit. Und natürlich schöne Festtage. Und bis zum nächsten Mal in Briegels. Machen Sie es gut und auf Wiedersehen. Freizeit TV wird Ihnen präsentiert von Transa Travel und Outdoor.